Hallöchen ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Grobi. Und zwar mal wieder mit einem Action-Haul. Ja, jetzt wo in der Nähe ist, kommt man da öfter mal hin und muss keine 500 Kilometer mitfahren oder so. Ja, finde ich schon ganz cool. So, gekauft habe ich mir hier, das ist eine Fußmatte, was ihr hier seht. Habe ich gleich zweimal gekauft. Mal, ich muss mal gucken, den Preis habe ich hinten drauf geschrieben. Oh. So, 2,79 Euro. Steht hier die Größe mit drauf? Nee, steht hier nicht drauf. Aber die ist schon mal, ich habe schon eine davon gekauft. Und jetzt, wo wir wieder mal abgesoffen sind, habe ich mir gedacht, brauche mal schnell noch zwei neue. Und für 2,79 Euro für eine Fußmatte kann man ja nichts verkehrt machen, wa? So, dann habe ich gekauft, Achtung, knistert, was Süßes. Die kosten 79 Cent. Schnuller und Cola-Fläschchen. So. Dann ist auch was zum Basteln bei. Und zwar habe ich hier diese Embossing-Folder gefunden. Die habe ich ja noch nie gesehen. Für 92 Cent. Und das sind einmal hier diese Schmetterlinge. Ist doch klasse, oder? Also das hat mir richtig gut gefallen. Und einmal hier diese Rosen. Ja, ich glaube, es gab noch zwei andere Sorten. Die haben mir aber nicht so gut gefallen. Aber die Schmetterlinge, die muss ich nachher gleich mal ausprobieren. 10 mal 15 cm. Und für 92 Cent, hallo? Da lässt man sowas nicht im Laden. Dann bei der Mückenplage, Mückenteelichter, 1,98 Euro. Und die riechen so schön nach Zitronella, nach Zitrone. Die sind echt klasse. Da eine Wimper. Hm. So, dann habe ich hier so eine Beutel gekauft. Für 79 Cent. Drei Stück sind da immer drin. Mit so einem Zickzackmuster, hier mit Streifen, hier mit Punkten. Gibt es auch verschiedene Farben noch. Ja, weil ich habe jetzt gerade aus diesem Stoff hier, 89 Cent kostet der, habe ich im letzten Haul oder im vorletzten Haul waren die drin. Da hatte ich schon mal so einen Stoff gekauft und wusste nicht genau, was ich damit machen sollte. Und da habe ich diese, ups, jetzt ist was weggerollt, Klebeband. Da habe ich hier diese schönen Lavendelsäckchen von genäht, von diesem Stoff. Ich hatte hier diesen rosanen, den grünen und den blauen Stoff. Gab es leider jetzt nicht mehr. Aber die sind doch mal süß, oder? Okay, einfacher geht es natürlich, das Lavendel hier reinzustopfen. Aber die sind ja mal... Also wenn ich noch so einen Stoff kriege, die hatten jetzt leider nur noch den grünen. Und der war auch nur noch mit in so einem Fach von so diesem Deko-Stoff, den man hier hatte. Ja, der so aussieht, aber auch nur so auf so einer Rolle ist. Das war zusammen... damit im Fach. Ich glaube nicht, dass ich den noch mal kriege, den Stoff. Schade. Ja, die Lavendelsäckchen habe ich auch alle in meinen Shop gestellt. Oh, es riecht so gut. Es riecht so gut. So, okay, weiter im Text. Also, schade. Ich muss mal jetzt aufpassen, öfter mal, ob ich davon noch mal den anderen Stoff kriege. Ansonsten habe ich hier noch ein paar Säckchen. Kann man immer gebrauchen. Schlüpfer. Für 2,99 Euro. Die sind also gerade für etwas fülligere, da, für etwas Damen mit Rundung, sind die echt bequem. Also da bin ich echt richtig zufrieden mit. So, und dann, wenn wir schon beim Anziehen sind, gab es da Leggings für 2,99 Euro. So zum Drunterziehen für zu Hause habe ich mir gedacht, ich probiere mal eine aus und nehme die mal mit. So, dann habe ich auch einen von den Clear Stamps mitgenommen, und zwar den mit dieser Rose. Ja, der hat mir ganz gut gefallen. Ich habe so viele Stempel mittlerweile, deswegen habe ich mir jetzt nicht alle gekauft, sondern wirklich nur einen, der mir wirklich gut gefallen hat. Obwohl die anderen waren auch nicht schlecht. Mit dem Glas, mit der Vase, wo man eine Blumen... Ach, naja. Es ist einfach immer viel zu viel. Es wird immer mehr. Es ist ganz schlimm. Dann habe ich mir gekauft... für 79 Cent
diese Borten hier, die würde ich gerne mal mit euch aufmachen wollen. Mal gucken, wie die aussehen. 79 Cent. Da sind 5 Meter drauf. Wo fängt es an? Wo hört es auf? Hier. Ach, die ist ja niedlich. Guck mal. Davon 5 Meter für 79 Cent. Kann man nicht meckern. Für meine Projekttaschen oder so. Um die ein bisschen aufzuhübschen. Dann knistert. Ist auch noch eine blaue. Hier ist Klebeband dran. So. Ach, die ist ja auch niedlich. Guck mal. Auch 5 Meter. Ja. Auch so eine Holzspule. 5 Meter. Und hier auch. Auch 5 Meter. Da waren noch andere. Da waren nur 2 Meter drauf. Und da habe ich mir gedacht, warum soll ich mir die mit 2 Meter kaufen, wenn die genauso viel kostet, die wo 5 Meter drauf sind. Aber vielleicht war die Borte schöner. Ich bin mir nicht sicher. So, mein Mann hat sich so eine Kopflampe gekauft. Für 1,79 Euro. Die habe ich auch schon oft benutzt. Also wir haben schon eine. Und es ist wirklich so, umso älter man wird, umso mehr Licht braucht man. Wenn ich mal irgendwo was fummel oder so und es ist nicht mehr ganz so hell, dann frage ich auch schon mal nach dieser Kopflampe. Naja. Und für 1,79. So, jetzt haben wir ja so viele von diesen Duftsprühdingern gekauft, von diesen Nachfüllern. Und diesmal habe ich auch gesehen, dass die so eine Dinger auch haben für 3,99 und da ist gleich so eine Flasche drin. Ich habe hier mal ein Zitrus mitgenommen, die anderen Lavendel und Flower haben wir ja schon. Sind sogar die Batterien mit drin für 3,99. So viel kostet sonst von Air Wick der Nachfüller. Und hier hat man das Gerät und so eine Flasche drin. Also musste mit. Dann habe ich mir noch für 1,99 hier so ein Sweatshirt gekauft. Auch für zu Hause so zum Wegschleppen. So, ich weiß, ich wollte kein Papier kaufen. Ich wollte kein Papier kaufen. Aber ich habe in den Holz bei euch gesehen, dass es die jetzt mit so Glimmer gibt. Die kosten 2,55 Euro. Gucken mal ganz kurz so durch. Oh, hier mit den Herzchen. Und da ist immer so ein bisschen Glimmer mit bei. Obwohl eigentlich, ich überlege immer, ob man das in Fotoalben verpasst. Oh, das ist ja toll hier. Oh, das ist ja auch super. Ja, und da habe ich echt, ich hätte ja alle einpacken können, aber ich habe mir gedacht, nein, weil meine Schublade ist voll, wo mein Papier drin ist. Ja, deswegen nur eins. Dann habe ich mir für 3,98 Euro, das ist hier so eine Krone, die kann man hier so anhängen. Also die hängt dann so. Ich zeige es euch mal so, wie sie dann aussieht. Und die will ich mir draußen, außen am Haus anhängen. Und dann kann ich hier nämlich immer meine Kräuter zum Trocknen hinhängen. Ich hänge die da hinten in den Schatten, oben von der Dachrinne runter. Da haben wir so einen Haken. Da mache ich eine Verlängerungskette, da hänge ich die dann ran. Und dann kann man hier unten schön die Büschel ranhängen von meiner Pfefferminze oder so. Und für 3,98 Euro. Und es sieht schon so braun aus, also wird sowieso rosten. Also ich probiere das mal. Ich dachte, das ist eine gute Idee. Mein Mann hat sich noch einen Lampenschirm mitgenommen für 1,69 Euro. Bei Ikea sind die so teuer. Und hier kriegt man für 1,69 Euro einen Lampenschirm. Faszinierend. Und als letztes für 46 Cent habe ich hier so Einwickelpapier, aber guckt mal, hier steht überall Happy Birthday drauf und dann sind so komische, lustige Tiere hier. Eine Giraffe, ein Wurm, ein Elefant, ein Zebra, ein Affe. Ja, musste auch mit. So, ich muss mal gucken. Wo habe ich meinen Bon? Ne, das ist er nicht.
Wo habe ich ihn hingepackt? Also wir haben unter 50 Euro bezahlt. Ja, und sonst hat man halt immer für 100 oder 150 Euro eingekauft. Aber jetzt mittlerweile, weil man weiß, man kann jederzeit hinfahren. Wenn man das wirklich braucht, dann kauft man sich das. So, wenn man da irgendwo hingefahren ist, wo man gesagt hatte, ich komme da nie wieder hin zur Action, dann hat man natürlich erstmal alles mitgenommen, weil man könnte es ja irgendwann gebrauchen. Ja. So, jetzt werde ich mal gucken, dass ich das hier alles wieder wegsortiere. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich muss mal gucken, Mini-Album oder so. Vielleicht mache ich auch mal wieder was anderes. Ich möchte nicht immer nur Mini-Alben abbasteln. Ich möchte auch mal wieder was anderes basteln. Aber momentan, wir sind zum zweiten Mal jetzt in 6 Wochen abgesoffen. Der Keller ist vollgelaufen. Es ist so schrecklich. Jetzt muss der ganze Fußboden raus, der ganze Estrich, dazu muss der ganze Keller ausgeräumt werden. In der Bude stinkt es hier wie in so einem alten Aquarium. Ja, mal gucken, wie ich zum Basteln komme. Okay, also nichtsdestotrotz, danke erstmal für eure ganzen lieben Kommentare unter dem letzten Video. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Grobi. Tschüss.